Hallo, liebe Bierfreunde, das ist Bum. Das ist Lars. Wir sind von Brewkammer und wir stellen euch heute ein Bier vor. Und zwar Ulrich Marin Weizen. Der Klassiker. Haben wir schon mal eingeschenkt, damit es ein bisschen zügiger geht. Genau. Wir schnuppern auch schon. Riechen die Banane. Die Banane. Schöne Trübung, schöne Farbe. Wie gesagt, bei uns im Laden ein Klassiker. Ulrich Marin aus Hausen, Ortsteil von Schonungen in Unterfranken in der Nähe von Schweinfurt. Ein Weizen, wie es sich gehört. Ja. Für die Götter. Es riecht auch wirklich nach sehr reifer Banane. Mhm. Ne? Es ist ein sehr volles Aroma in der Nase. Und du hast schon getrunken. Ich meine, ich konnte nicht. Mhm. Ich konnte nicht so lange. Das ist einfach so wie ein richtig gutes bayerisches Weizen sein. Mhm. Trüb, mild, bananig. Mhm. Wunderbar. Überhaupt nicht bitter. Überhaupt nicht bitter. Minimale, leichte Säurenote. Das ist, gehört zum Weizen dazu. Das ist ein bisschen im pH-Wert noch ein bisschen drunter ist halt. Also genial. Macht auch einen Weizenbock, der Ulrich Marin. Ist meistens sehr schnell verdunstet, dieser Weizenbock. Es ist erstaunlich, die Leute kaufen mehr, als man einkaufen kann. Ganz großes Tennis. Ja, einziger Kritikpunkt. Ein wirklich hässliches Etikett. Ja, gut. Egal. Ist egal. Das Bier ist super. Mir ist es wurscht. Etiketten stören mich nicht. Ist alles soweit in Ordnung. Grüße von hier aus Kiel an Uli. Ne? Machst einen guten Job. Machst einen guten Job, ne? Ade.